Oh, kein Bock jetzt hier, ey. Was will die denn? Spaziergang? Oh, eigentlich total gerne, aber ich habe da auch keine Lust zu. Und die Pfanne in der Spüle, die muss halt jetzt einfach mal einweichen, egal ob da Wasser drin ist oder nicht. Solche Gedanken hatte bestimmt jeder von uns schon mal. Man fühlt sich total antriebslos und kann sich zu nichts aufraffen. Manchmal fehlt sogar selbst zu schönen Dingen der Antrieb. Ist das eigentlich noch normal, eine quasi faule Phase zum Rechargen, oder ist das schon ein Anzeichen für eine psychische Erkrankung? Die kann ich ja gerade überhaupt nicht gebrauchen. Und was sind eigentlich die Ursachen für diese Durchhänger? Sprechen wir jetzt drüber und natürlich auch darüber, was du selbst tun kannst. Fangen wir mal bei der normalen Antriebslosigkeit an. Also, das ist mein erster Tipp. Einfach mal überlegen, was kann der Grund sein? Oft sind es ja die Klassiker. Also zum Beispiel zu wenig Schlaf. Du musstest ja noch unbedingt die Staffel der neuen Lieblingsserie zu Ende bingen. Oder zu wenig gepennt aufgrund der Arbeit. Dazu dann noch Stress, der kann von außen kommen. Dein Teller ist einfach zu voll, ja? Also zu viele Projekte oder zu lange Schichten im Job, dazu vielleicht privat noch zu viele Themen. Und dann kann es natürlich sein, dass der innere Anspruch auch noch zu krass ist, ja? Dass du sagst, ich will auch wirklich alles perfekt machen. Damit schafft es dann irgendwann wirklich jeder, erschöpft zu sein und auch antriebslos zu sein, ist mir selbst tatsächlich auch schon passiert. Was hilft, fangen wir mal an, ist Schlafdisziplin. Im Bett wird nicht gestreamt und ab jetzt ist, ich sag mal, um 22 Uhr die Glotze aus. Du weißt nämlich selbst eigentlich ziemlich genau, wie viel Stunden Schlaf du brauchst. Du musst ihn dir nur holen. Also hol ihn dir. Beim zu vollen Teller hilft mir persönlich, eine Liste zu machen. Also, was sind die Dinge, die ich erledigen muss und was davon sind die Top 3 Energiefresser? Also, was ist wirklich das, wo ich sage, die saugen mir die ganze Energie raus? Dann muss halt tatsächlich mal eine Sache eine Woche warten oder vielleicht kann dir jemand ja mal was abnehmen. Du wirst dich wundern, wie hilfsbereit die anderen sind, wenn du sie fragst. Ja? Oder du musst halt mal ein oder zwei Dinge wirklich knallhart absagen, müssen die anderen dann durch. Zweitens ist es aber auch wichtig zu schauen, ob es körperliche Ursachen gibt, wie ungesunde Ernährung und die entsprechenden Folgen, eine Schilddrüsenunterfunktion, selbst Diabetes oder eine chronische Darmerkrankung können krasse Antriebslosigkeit verursachen. Hier hilft dann ein Date mit deinem Doc. Ein ruhiges Gespräch mit der Hausärztin, dem Hausarzt oder einem Internisten, in dem du dann beschreibst, wie es dir geht. Dann gibt es noch ein paar Blutwerte, ein paar Untersuchungen und zack, vielleicht hat man dann schon den Energiefresser gefunden. So, und wenn jetzt die beste Freundin sagt, oh, du bist ja total depressiv, weil du traurig bist, keine Ahnung, weil der Urlaub nichts geworden ist, dann ist das zwar irgendwie mitfühlend, aber trotzdem falsch. Nur weil das Tier, sag ich mal, vier Beine und zwei Ohren hat, sage ich ja zu einer Giraffe auch nicht Hund. Ja? Also man kann da nicht einfach Dinge vermischen. Aber die Frage ist natürlich schon da, ja? Bin ich nur antriebslos oder schon depressiv? Die ist super wichtig. Das Tückische ist nämlich, dass Antriebslosigkeit bei einer Depression durchaus vorkommen kann. Für eine Depression hat nach medizinischer Definition aber sozusagen es gewisse Merkmale, die es braucht. Also wie Antriebslosigkeit, gedrückte Stimmung, Freudlosigkeit. Dazu können auch noch Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafprobleme, Schuldgefühle, ein geringes Selbstwertgefühl und andere Dinge kommen. Was ich aber besonders finde, das ist bei der Depression die Freudlosigkeit an Dingen, die mir vorher Freude gemacht haben. Also wenn du keinen Bock auf Abwasch, Müll rausbringen und die 5 E-Mails, die du noch beantworten musst, hast, dann ist das eine Sache. Wenn du aber auch keine Freude mehr bei deinem Lieblingshobby, der Runde mit dem Hund, der Sportart, die du immer total gerne gemacht hast, oder Zeit mit Freunden hast, dann ist das nochmal was anderes und es wäre gut, wenn du damit da mal mit jemandem drüber sprichst. Wie zum Beispiel eben von schon erwähnt, Hausärztin oder einem Psychologen oder einem Psychiater. Und dann habe ich noch einen Tipp, der mir wirklich am Herzen liegt. Wenn jemand aufgrund einer depressiven Episode oder Depression antriebslos ist, dann können Aufmunterungen und so den Motivationscoach raushängen lassen alles nur noch viel schlimmer machen. Hier dann wirklich erstmal zuhören und kleine Schritte versuchen und ganz sanft helfen. Und vielleicht auch wirklich dahin drücken, dass man sagt, komm, vielleicht doch mal mit jemandem sprechen, der sich da auskennt, ein Profi, Hausarzt, Psychiater, Psychologe, wie auch immer. Dann kriegt man das in den Griff.